Willkommen zu Alfreds Insekten- und Tierwelt. Heute befassen wir uns mit dem Aufbau eines ewigen Terrariums mit Ameisen. Alles, was ihr über dieses interessante Thema hören wollt, erfahrt ihr jetzt! Hier seht ihr unser heutiges Ziel. Ein ewiges Terrarium. Das hier gezeigte ist etwa 25 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Es hat eine lichtdurchlässige Glaskuppel auf einer wasserdichten Unterlage und in einer gartenähnlichen Umgebung wollen wir eine kleine Ameisenkolonie ansiedeln. Zuerst aber zur Frage, was ist überhaupt ein ewiges Terrarium? Es handelt sich dabei um ein völlig abgeschlossenes Ökosystem, das vollständig im Gleichgewicht steht. Alle Nährstoffe und das notwendige Wasser sind von Anfang an im Terrarium und werden im Kreis geführt. Energie wird allein durch das Sonnenlicht ins System eingebracht. Als Material für das ewige Terrarium brauchen wir die hier aufgelisteten Gegenstände. Unser Gefäß fanden wir in einem Gartencenter. Es hatte die passende Größe und eine aufsetzbare Glaskuppel, leider war jedoch der Boden aus Holz. Um diesen abzudichten, nutzten wir Silikon. Kokoshumus, der viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, dient, mit etwas Erde vermischt, als Bodengrund. Ein Papierstreifen, Sekundenkleber und ein Gummiband halfen, wie wir euch zeigen werden, beim Fixieren der Korkstücke. Moos und andere kleine Pflanzen kann man zur Dekoration einsetzen. Asseln und Springschwänze sind wahre Überlebenskünstler und sorgen zudem für eine schimmelfreie Umgebung, in der sich dann auch die Ameisen wohlfühlen werden. Den ersten Arbeitsschritt zeigen wir euch noch nicht in einem Video, sondern nur als fertiges Ergebnis hier links. Um diesen Zwischenschritt zu erreichen, wurde der Holzboden zuerst, wie schon erwähnt, mit Silikon eingestrichen, was ihn wasserdicht machte und was half, den Kokoshumus durch Andrücken zu befestigen. Dadurch entstand eine etwas erhöhte Bodenplatte, die wir als Grundlage für den weiteren Aufbau des Terrariums nutzen konnten. Nun kommen wir zum Inneren des Terrariums, erst im Bild und dann im Video. Dazu wollen wir die links gezeigten zwei kleinen Kokosstückchen so verbinden, dass sie, wie ganz rechts zu sehen, im Terrarium aufrecht stehen und sich gegenseitig stützen. Um sie anzupassen, müssen wir sie gegebenenfalls etwas zurechtschneiden, damit sie, wie in der Mitte zu sehen, gut aneinander passen. Nun kommen wir zur Fixierung der beiden Korkstücke. Am besten geht dies, wenn man sie erst einmal vorsichtig auf den Bodengrund aufstellt und man dann an den Kontaktpunkten zwischen den beiden Hälften kleine saugfähige Papierstreifchen einklemmt. Nun wird das Papier mit Sekundenkleber getränkt und man drückt die Seiten fest aneinander. In der Regel wird man schon nach kurzer Zeit einen festen Zusammenhalt erreicht haben. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass das Kleben manchmal noch etwas Zeit braucht und wenn man den Vorgang vereinfachen will, kann man das Ganze mit einem Gummiband fixieren. Das Resultat sehen wir hier. Die Korkstücke stehen fest und die beiden Teile werden noch immer durch das Gummiband gehalten. Nach dem Trocknen kann man das Gummiband entfernen und man hat einen stabilen Innenteil, den man nun im Terrarium wieder aufstellen kann. Eventuell überstehende Papierstreifen kann man abschneiden und der Rest wird später einfach durch Moos und andere Pflanzen überdeckt. Das sehen wir nun hier. Die Lücken zwischen den beiden Korkstückchen werden mit ausreichend Moos gefüllt. Durch leichtes Andrücken kann man es gut auf dem Untergrund fixieren und später wird es dann dort in sehr natürlicher Weise festwachsen. Nun gibt man auf die noch verbliebenen Stellen und insbesondere in der Mitte, die bis dahin ja noch ein Hohlraum war, Kokoshumus als Bodengrund. Damit das Terrarium noch natürlicher wirkt,
kann man die dann noch freien Stellen weiter mit Moos bedecken und andere kleine Pflanzen anbringen. Im Grundsatz ist unser ewiges Terrarium nun fertig. Wir könnten es luftdicht verschließen und es würde für lange, sehr lange Zeit, Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte, ohne irgendein Zutun schön anzusehen sein. Wir selbst haben ein anderes ewiges Terrarium schon seit mehr als 3 Jahren. Und noch immer sind wir überrascht, wie grün und eng bewachsen es auch nach dieser langen Zeit noch ist. Auch sahen wir darin später kleinere Käfer und andere Insekten, die offenbar beim Aufbau des Terrariums im Boden waren oder mit den Pflanzen eingebracht wurden, sich aber dann erst nach langer Zeit offenbarten. Und genau hier wollen wir nun ansetzen. Im nächsten Schritt soll das Terrarium mit Ameisen, zuvor jedoch mit Asseln und Springschwänzen besetzt werden. Asseln und Springschwänze sind sehr robuste Tiere und in unserem Terrarium spielen sie eine wichtige Rolle. Sie sorgen dafür, dass vergängliche Reste aufgearbeitet werden und sie helfen, dass das Terrarium schimmelfrei bleibt. Hier sehen wir die Zugabe der Asseln. Bleiben noch die Ameisen. Viele Ameisenarten brauchen ja nur vergleichsweise wenig Platz und haben einen bescheidenen Nahrungsanspruch. All das ist hier nun von Vorteil. Bewusst haben wir uns für unser ewiges Terrarium eine kleine Ameisenart, Leptothorax nylanderi, ausgewählt, bei der auch die Koloniegröße begrenzt bleibt. Das Einfüllen sehen wir hier. Da wir das Verhalten von Leptothorax nylanderi sehr gut kennen, können wir ihr Wohlbefinden gut einordnen. Ein spezielles Video zu dieser Ameise findet ihr beim angegebenen Link. Das Glas macht eine stete Beobachtung möglich und sollten wir eine Verschlechterung der Lebensbedingungen bemerken, könnten wir die Tiere problemlos aus dem Terrarium entnehmen. Vermutlich wird dieses jedoch nicht notwendig werden und die Tiere werden sich wohlfühlen. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben den Aufbau eines ewigen Terrariums beschrieben, in dem wir Ameisen halten wollen. Dieses mit sich selbst im Gleichgewicht stehende Ökosystem lässt sich mit einfachen Mitteln aufbauen und man kann lange Zeit Freude an ihm haben. Auch den Tieren wird es gut gehen, denn sie leben in einer natürlichen Umgebung, in der sie sich geschützt entwickeln können. Sollte es unerwartet zu Problemen kommen, ist dies von außen leicht zu erkennen und man kann unverzüglich einschreiten und die Kolonie umziehen lassen. Ansonsten aber werden wir uns an diesem Biotop lange erfreuen können, denn nicht umsonst steht das Wort ewig ja schon im Namen. So, liebe Freunde, damit sind wir nun für heute am Ende unseres Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht den Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Tschüss und alles Gute, euer Alfred.